Goalball. Nationalmannschaft der Männer. Die Paralympics in Tokio diesen Jahres sind für uns ein Ziel seit mehr als 8 Jahren schon, wo sich dieses Team mit nur ganz kleinen personellen Veränderungen darauf vorbereitet. Es gab ja nicht nur die guten Zeiten, davor gab es auch viele Jahre, in denen wir ganz schön viel verloren haben und auch ganz schön hoch verloren haben. Und ich glaube, dass das auch unsere Entwicklung gut getan hat und auch auf der Ebene zusammengeschweißt hat, weil wir uns halt nicht zerfleischen. In Kienbaum haben wir uns, hat unser Teampsychologe die Frage gestellt, wer sind wir? Und wir sollten so Schlagworte sammeln. Und am Ende kam raus, dass wir ein Wolfsrudel sind, weil wir nach außen hin immer ganz geschlossen auftreten, weil wir uns einfach gegenseitig immer wieder unterstützen. Und das sagt ja das aus, was wir halt in den letzten Jahren auch an Medaillen mit nach Hause gebracht haben. Ne? Nach den Paralympics Vize-Europameister, dann Vize-Weltmeister, sind dadurch halt seit 2018 für die Paralympics in Tokio qualifizierter und 2019 Europameister. Und das spricht ja dann für uns, dass wir halt auch sehr viel dazugelernt haben. Wenn man in seiner Heimatstadt, in der eigenen Halle, wo man tagtäglich dran vorbeigeht, Europameister wird und vor 2000 Fans, das ist natürlich, ja, das ist der Traum schlechthin. Die Bilder, wie wir als Mannschaft uns einfach belohnt haben dafür, das ist natürlich, ja, dafür trainiert man. Ne? Wir wissen einfach, dass wenn es drauf ankommt, dann stehen wir zusammen, dann halten wir zusammen, dann sind wir eine Einheit und sind der eingeschworene Haufen, der wie ein Wolfsrudel auftritt. Man hat ja jetzt ein Jahr länger drauf gewartet und die Hoffnung, im Finale zu stehen, ist jetzt durch das eine Jahr mehr Vorbereitungszeit halt 1000-mal größer geworden. Und man freut sich dann doch schon, dass es dann endlich stattfindet und auch stattfinden darf. Und wir dann auch unser Ziel entsprechend anpacken können, dass wir da oben auf dem Podium stehen und die Goldmedaille holen.